Hallo zusammen, heute geht's um den Stromverbrauch und die Kapazität von Batterien. Und ein Kunde, der reklamiert hat oder gesagt hat, er hätte diese Kühlbox und er hätte eine Batterie, solch eine hier von EcoFlow, und die hat 760 Wattstunden Kapazität. Und diese Kühlbox braucht zwischen 7 und 10 Watt. Jetzt rechnen wir mit 10 Watt. Bei 760 Wattstunden müsst die Box ja sage und schreibe 76 Stunden funktionieren. Das sind 3 Tage, 3,2 Tage. Aber er sagt, in einem Tag ist diese EcoFlow hier leer. Dann braucht die Kühlbox zu viel Strom. Jetzt hat er die Kühlbox hierher gebracht. Wir haben die gemessen. Die ist das, was sie braucht. Und jetzt haben wir kombiniert diese Kühlbox mit dieser EcoFlow. Und jetzt kommen die erschreckenden Ergebnisse. Wenn ich also diese Kühlbox hier anstecke und die EcoFlow hier einschalte, dann leuchtet auch die Kühlbox. Dann habe ich hier diese 70% geladen, das funktioniert. Die läuft dann theoretisch durch. Wir haben jetzt hier eine Anzeige, dass die hier 12 Stunden laufen kann. Und wir haben Stromverbrauch von schwankend, das liegt aber hier am Netzgerät, weil das ist pulsierend. Wir kommen ja hier von 40 Volt runter auf ein Netzgerät und dann lassen wir 40 Watt raus. Punkt. 13 Stunden ändert hier die Restkapazität. Das ist wie beim Auto, habe ich ja die Tankanzeige, wie viele Kilometer das ich noch fahren kann. Hier auf dem Datenblatt. Wir sehen hier das Datenblatt dieser Kühlbox. Wir haben eine maximale Leistungsaufnahme von 70 Watt. Wir haben bei 5 Grad innen, 25 Grad außen 7,6 Watt und bei 32 Grad 10,3 Watt. Ja, jetzt muss man mit dem Kunden reden, an was liegt's? Die Kühlbox ist relativ hart eingebaut, das heißt, durch das ist die Belüftung schlecht, durch das geht die Wärme schlecht weg. Durch das braucht die Box bei seinem Zustand wahrscheinlich ein bisschen mehr Strom. Aber wenn er freitagsabend losfährt, er hat die Kühlbox dabei und er füllt die Kühlbox mit warmer Ware. Nehmen wir an, hier ist 30 Liter und er macht 10 Liter Wasser und Bier rein. Vielleicht auch ein bisschen mehr, dann brauche ich pro Liter Wasser, um 20 Grad runter zu kühlen, 20 Wattstunden Energie. Das heißt, wenn er hier 20 Wattstunden hat, brauche ich 400 Wattstunden zum Runterkühlen. Das ist es aber noch nicht ganz. Dann wird die Box ja würden 400 Wattstunden fehlen. Aber der Kunde betreibt das nicht übers Kabel, über den DC-Ausgang. Wir beachten jetzt hier, wir haben die 13 Stunden auf dem Display 76 und wir haben den Ausgang mit 36 Watt. Der Kunde betreibt das mit dem passenden LED-Netzgerät. Das hat genau den gleichen Stecker wie hier. Ich ziehe die also aus.
steck die ein und steck die hier. Schuko-Adapter auf Schweiz-Adapter hier rein und schalt logischerweise den Eingang für den Ausgang für 230 Volt ein und den DC-Ausgang schalten wir ab. Und wenn wir jetzt hier aufs Display schauen, wir haben 50, 52 Watt, das ist ein bisschen mehr. Und wir haben nur noch eine Restkapazität von 8 Stunden. Wie kommt das? Warum haben wir jetzt weniger Restkapazität? Wir gehen jetzt von der Batterie, die hat hier drin 40 Volt etwa, gehen wir über den Wechselrichter hoch. Wir merken auch, der wird dann warm, der lüftet, der hat Verlustleistung und fahren hier über das Netzgerät, das wird dann auch warm, auf die Kühlbox. Durch das haben wir natürlich einen anderen Stromverbrauch, wie wenn wir es direkt auf 12 Volt anhängen. Aber auch bei 12 Volt hier gehe ich hier über einen Spannungsreduzierer hier auf den 12 Volt Ausgang. Der hat präzise 12,5 Volt. Ja, jetzt wenn man so eine Messung machen will, habe ich hier eine Kühlbox, das ist absolut nicht definiert, das Teil. Da haben wir das anders gemacht, die Kühlbox ein bisschen auf die Seite geschoben und wir haben hier unsere Testkühlbox. Das heißt, wir stecken die Kühlbox aus und stecken unsere Testkühlbox ein. Das Ergebnis ist das gleiche, es geht jetzt im Moment, was abgeschaltet hat. Und wir haben hier oben einen Ampere-Stunden-Zähler drauf. Folgender Test. EcoFlow ganz geladen. Keine Hexerei. Übers Netzgerät, Wechselrichter, unser Testkühlschrank angeschlossen. Das Teil besteht also innen drin aus einem Kühlschrank, der sich aber gegenseitig runterkühlt. Also er hat keinen warmen Teil, keinen warmen kalten Teil und ein Ventilator, so wie in den Boxen auch verbaut ist. Also im Prinzip ein simulierter Kühlschrank. Wir messen damit zum Beispiel auch eine Batterie, wie viel Kapazität sie noch hat, wenn wir zum Beispiel eine Batterie, nicht eine EcoFlow, sondern eine Lithiumbatterie oder eine Bleibatterie, die laden wir voll, hängen das Teil an die Batterie und sehen dann hier, schreiben wir die Wert auf, rechnen die Differenz und wir haben diesen Wert. Jetzt habe ich die Ampere hier gezählt oder der hat gezählt und ich kam auf ein Ergebnis von, bis der Kühlschrank abgeschalten hat oder die EcoFlow, das spielt nicht so eine Riesenrolle, es geht dann einfach nichts mehr, hatte ich eine Leistung von 14,6 Ampere Stunden. Das heißt, gemessen hier am Eingang 14,6 Amperestunden. Klar habe ich hier mehr Strom gebraucht. Jetzt sagt jeder 14,6 Amperestunden, das ist ja kaum möglich. 14,6 Amperestunden, das sind ja nur 200 Wattstunden bei 12 Volt. Aber dieses Netzgerät liefert 27,1 Volt. Mal die 14,6 Wattstunden, dann sind das 390, 400 Wattstunden, die mein Testkühlschrank hier gebraucht hat, bis die EcoFlow vollgeladen leer war. Wenn ich natürlich nur 400 Wattstunden zur Verfügung habe und nicht neben 760, wie hier auf dem Tippenschild steht. Ist ein bisschen klein, ich hoffe, man kann es lesen. Hier ist die Kapazität 768 Wattstunden. Ich habe auch das Modell, die EcoFlow,
River 2 Pro gesehen. Ihr könnt das googeln, was die an Kapazität hat. Und jetzt sehen wir hier wieder, der hat jetzt noch eine Restlaufzeit von 7 Stunden mit dieser Konstellation hier über den Wechselrichter, übers Netzgerät, hier auf meine Testeinheit. Und wenn ich jetzt, es geht natürlich, weil ich keinen Strom mehr ziehe, ich schalte hier aus, geht die Kapazität hoch. Das ist wie wenn ich mit dem Auto abwärts fahre. Jetzt sind wir hier auf der Maximumkapazität 99 Stunden. Jetzt schalte ich aber wieder den DC-Ausgang ein. Der Kompressor startet. Er braucht Strom. Und wir sehen das hier oben. Vielleicht sieht man es, wie das Rad von diesem Zähler rundherum rennt. Und wir sehen jetzt auch hier die Restkapazität. Vor waren wir bei 7 Stunden. Braucht jetzt, weil er startet, ein bisschen mehr Strom im Moment. Und jetzt läuft diese EcoFlow, also unser Testkühlschrank, direkt so an der EcoFlow. Jetzt kriegt er hier aber nicht mehr 27 Volt, sondern nur noch 12,5 Volt. Ja, jetzt läuft der Kühlschrank hier direkt von der EcoFlow über den DC-Ausgang hier drüber. Diese Messung habe ich jetzt noch nicht gemacht, die mache ich jetzt dann irgendwann, heute Morgen. Und das Ergebnis schreibe ich euch unten im Videobeschrieb, all diese Werte, die ich gemessen habe. Hier verlinke ich euch das Video von dieser Kühlbox und ich wünsche euch einen schönen Tag.